Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Nikon Z6 Review. Es ist jetzt so 7 Uhr oder sowas und ich habe gestern noch kurzfristig mit meinem Kumpel Kim, den ihr eventuell schon aus meinem Skivideo kennt, das ist der mit dem Snowboard, der blauen Jacke und dem grünen Rucksack. Kim ist ein Kitesurfer und er hat mich gestern noch kurzfristig angerufen und gefragt, ob ich Zeit hätte, mit nach Den Haag zu kommen, um ein bisschen Kitesurfen zu shooten. Und das passt mir natürlich super in den Kram, gerade jetzt mit der neuen Nikon, und deswegen fahre ich jetzt gleich dahin. Ich zeige euch kurz, was ich mitnehme und dann mache ich mich auf den Weg. Aktuell filme ich mit der Nikon Z6 und dem 24-70-28 von Tamron. Mit in meiner Tasche habe ich eine GoPro. Das ist die kleine GoPro Session. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann hier. So, ein Griff dafür und ein Gimbal. Das ist die Fernbedienung von der DJI Spark. Die ist hier oben drin in so einem Kasten. Dann das 70-200-28. Dann noch das 14-24-28. Und meine alte Nikon D600. Dann ist hier noch so ein Blitz. Das ist der SB600 von Nikon. Und dann habe ich hier noch so Putztücher und so ein Kram. Das war's eigentlich schon. Zurück in mein Büro und in meiner Fotoecke. Wir waren jetzt in Den Haag und ich habe natürlich ein paar Fotos mitgebracht und deswegen möchte ich heute mit euch über den Autofokus sprechen. Hauptsächlich im Fotobereich. Ich möchte aber auch kurz den Autofokus im Videobereich ansprechen und das Face-Tracking zum Schluss. Außerdem so ganz kurz den Dynamikumfang anschneiden und ein paar Bilder zeigen. Zum Autofokus im Videobereich ganz schnell. Ich bin positiv überrascht, wie gut der doch funktioniert. Ich habe ja nur so ein paar Sequenzen im Actionbereich gefilmt und bin halt sehr beeindruckt, wie gut die Kamera dann doch das Objekt so im Fokus hält. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Video zu dem Objektiv 1805 von Sony gemacht mit der A6500 und mein Kumpel Jonas auf dem Skateboard so ein bisschen gefilmt und selbst, also da hatte das Schnelle oder das Tracking so ein bisschen Schwierigkeiten hinterherzukommen. Also es war halt die meiste Zeit unscharf. Und die Nikon hat mit dem 70-200 und dem FTZ-Adapter einen super Job gemacht. Also Hut ab, da funktioniert der Autofokus schon mal sehr, sehr gut. Ich habe zum Besprechen 4 verschiedene Serien mitgebracht und eigentlich habe ich immer im kontinuierlichen Autofokus fotografiert. Außerdem habe ich das AF-Feld benutzt, was in der Mitte ein einzelnes AF-Feld hat und drumherum so ein paar kleinere. Ich meine, das wären 12 Stück oder so, die da drumherum sind. Ich weiß es nicht ganz genau. Also wie gesagt, das kleine Feld mit den Pünktchen drumherum. Meiner Meinung nach für das Bildcomposing und der Autofokusgeschwindigkeit die beste Option, um halt Sport zu fotografieren. Okay, jetzt zeige ich euch Serie Nummer 1. Hier habe ich eine Serie von 26 Bildern, in der 23 Bilder scharf sind. So auf dem Papier schon mal super genial, meiner Meinung nach. Das hätte ich mit der D600 auf keinen Fall hinbekommen, also super.
Fotografiert habe ich, wie eben schon mal gesagt, im kontinuierlichen Autofokus und mit dem 70-200 VR2 2.8. Die Schwierigkeit mit einem Teleobjektiv ist immer, den Sportler sehr nah ranzukriegen und dann halt im Bild zu halten, beziehungsweise auf dem Autofokuspunkt. Diese Schwierigkeit sorgt auch ganz oft bei neueren oder moderneren Kameras dafür, dass man halt nicht im Fokus ist, weil man halt einfach irgendwie mit dem Bild so am, oder mit dem Objektiv so am rumstruggeln ist und halt einfach nicht den Fokuspunkt auf dem Sportler hat. Wenn mein Kumpel Kim zum Sprung ansetzt und in die Luft fliegt, hat der Autofokus im Grunde oder sollte der Autofokus überhaupt kein Problem haben und hat er hier auch nicht, weil der Kontrast einfach sehr hoch ist. Ihr habt dann halt einen Sportler oder die Silhouette vom Sportler auf einem freien Hintergrund, dem Himmel, und hier ist eigentlich auch kein einziges Bild unscharf. Es wird erst wieder kritisch, als Kim zur Landung ansetzt, aufs Wasser knallt und das Wasser halt hochspritzt. Hier ist es dann halt einfach schwierig für den Autofokus zu erkennen, welches Objekt jetzt interessant ist. Und hier sieht man dann halt auch, dass der Autofokus dann aufs Wasser springt, weil einfach diese ganzen Objekte, die halt vor Kim sozusagen hochfliegen und diese ganzen Wassertropfen, ja, so als Wand praktisch da sind und Kim halt abblocken, und deswegen sitzt der Autofokus da drauf. Ist im Grunde nicht schlimm, weil ihr den Sportler sowieso hinter dieser Wasserfontäne nicht seht, da ist es vielleicht ganz cool, wenn es halt auch einfach der Fokus auf dem Wasser sitzt. Serie Nummer 2. Die ist etwas kürzer, aber auch hier haben wir 13 von 16 Bildern im Fokus, was halt auch einfach wieder dafür spricht, dass der Fokus echt gut ist. Und hier könnt ihr erkennen, dass der Autofokus halt auch einfach wieder Schwierigkeiten hat, das Objekt zu halten, wenn das Wasser halt hochspritzt. Wenn ihr bei Bild 7 schaut, seht ihr, dass der Fokus halt wieder auf dem Wasser ist und nicht auf dem Sportler. Für mich funktioniert dieses Bild trotzdem irgendwie, auch wenn Kim hier nicht im Fokus ist, aber diese Tropfen und dieses einzelne Hochspritzen sieht halt auch irgendwie sehr cool aus. Deswegen finde ich, ist es nicht unbedingt ein schlechtes Bild, wenn Kim hier zwar nicht im Fokus ist, aber wie ihr dann bei Bild 8 und 9 sehen könnt, reagiert er relativ schnell und ab Bild 9 ist halt Kim einfach wieder im Fokus drin. Und auch bei seiner Landung ist trotz des hochspritzenden Wassers Kim halt wieder oder immer noch im Fokus. Serie Nummer 3 spricht oberflächlich gesehen jetzt nicht zwingend für die Z6. Bei 4 von 14 Bildern im Fokus. Allerdings ist das definitiv mein Versagen gewesen. Selbst das erste Bild ist nicht ganz super scharf. Da liegt der Fokus irgendwie so ein bisschen auf den Händen. Danach die Bilder sind alle unscharf, beziehungsweise nicht da, wo ich das eigentlich haben wollte. Und zwar seht ihr, dass bei Bild 2 und 3 der Fokus nicht auf Kim liegt, sondern auf seinem Board. Das heißt also, Kim ist unscharf und das Board ist scharf vorne und die Spritzer am Wasser. Hier habe ich einfach den Autofokuspunkt nicht konkret da, wo ich ihn eigentlich hätte haben sollen. Sobald der Autofokuspunkt aber auf Kim liegt, beziehungsweise da, wo ich ihn haben will, ist der Autofokus auch schnell und akkurat da, wo er sein soll. Und dementsprechend habt ihr euer Objekt dann auch scharf. Also bei dieser Serie definitiv mein Versagen, nicht das der Kamera. Beste Beispiel dafür, dass das nicht das Versagen der Kamera war, sondern ich, ist Serie Nummer 4. Das ist die perfekte Serie, 10 von 10 Bildern. Und zwar war das aber auch eine relativ leichte Situation für die Kamera und für mich zum Fotografieren. Und zwar kam Kim nach einem Sprung zur Landung, setzt aufs Wasser auf. Das Wasser hinter ihm spritzt hoch. Das heißt also, ich kann den Fokuspunkt besser auf ihm halten. Und dann ist er so leicht schräg vorwärts zu mir gefahren, was das Tracken halt sehr einfach macht. Und selbst als er dann eine Kurve fährt, beziehungsweise ins Wasser fällt und das Wasser hochspritzt, ist es für mich und für die Kamera noch relativ einfach gewesen, den Fokus zu halten. Einfach nur aufgrund der Richtung, aus der er kam, beziehungsweise aus der ich fotografiert habe. Heißt also, solange wie ihr den Fokuspunkt auf eurem Objekt halten könnt, ist es für den Autofokus im Grunde auch kaum ein Problem, den Fokus korrekt
und richtig zu setzen und zu halten. Kleines Fazit zum Autofokus der Z6. Gegen alle Reviews, die ich bisher gesehen habe, wo die Leute meist gesagt haben, dass der Autofokus ein bisschen schwächelt, muss ich sagen, ich bin unglaublich beeindruckt vom Autofokus. Der ist natürlich Welten besser als der von meiner D600. Klar ist wahrscheinlich eine D5 oder eine Alpha 7.3 oder eine A9 vielleicht besser. Allerdings finde ich den Autofokus fantastisch. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendein Bild verpasst habe, weil der Fokus nicht gesessen hat. Ich habe sogar ein Bild gemacht, das blende ich euch mal ein, wo ich mit Absicht unscharf gestellt habe, weil ich das mit dem Bouquet und die Kreise oder die Lichtspiegelung sehr cool fand. Und da sitzt Kim dann an und hat halt, macht halt einen Sprung und sitzt halt oben irgendwie im Himmel. Und alles ist irgendwie unscharf, man kann das nur so ein bisschen erkennen. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Bild, was irgendwie jedem gefällt, aber ich mag das, dass es so ein bisschen verträumt aussieht und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kunst widerspiegelt. Weil ich finde, man kann auch ab und zu mal so ein bisschen von den normalen Bildern abtreten und kann auch ein bisschen was anderes probieren. Vielleicht funktioniert es für euch nicht. Ich mag es und mich würde natürlich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Also schreibt mal einen Kommentar, was ihr zu diesem Bild hier meint. Dynamic Range. Kurz erklärt für die, die nicht wissen, was Dynamic Range ist. Und zwar ist das der Unterschied zwischen Highlights und Schatten im Bild. Eine Kamera hat immer Schwierigkeiten, beides gleichzeitig halt aufzunehmen. Und deswegen ist es für uns Leute oft so, wenn wir ein Foto machen und sagen, oh, das sieht gar nicht so aus, wie wir das gesehen haben. Das liegt daran, weil unsere Augen im Grunde einen Dynamikumfang haben und Schatten und Licht da angleichen können. Das geht im Grunde mit der Kamera auch. Und zwar, wenn ihr in RAW fotografiert, also fotografiert auf jeden Fall in RAW. Hier könnt ihr dann halt zum Beispiel auf den Himmel belichten und der Vordergrund wird dann definitiv etwas dunkler, beziehungsweise vielleicht auch teilweise schwarz als Silhouette, je nachdem. Und jetzt ist es interessant, wie viel ihr aus diesen Schatten oder wie viel Informationen ihr aus diesen Schatten halt noch herausholen könnt. Das heißt also, ihr könnt ein bisschen an den Schattenreglern drehen, den Schatten aufhellen, den Himmel abdunkeln, das ganze Bild ein bisschen heller machen. Und so könnt ihr dann euer Bild letztendlich so bearbeiten, wie ihr das wirklich gesehen habt. Weil ihr mit euren Augen einen höheren Dynamikumfang habt als eine Kamera. Nikon hatte da generell noch nie so Schwierigkeiten mit wie andere Kameras. Und zwar könnt ihr hier sehr viel aus den Schatten wieder zurückholen. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich wirklich auf den Himmel belichte und dann die Schatten aufhelle, um den Vordergrund so ein bisschen anzupassen. Manchmal reicht das nicht, dann verdunkel ich den Himmel noch etwas und ziehe die Belichtung noch etwas höher, so dass man halt einfach ein bisschen stimmiger im Bild ist. Ich zeige euch jetzt mal drei Bilder und ihr könnt euch gerne eine eigene Meinung darüber bilden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist egal. Und zwar sind es Vorher- und Nachher-Bilder, die halt mein Editing so ein bisschen zeigen und wie ich dann den Dynamikumfang nutze, um das Bild ein bisschen gleichmäßiger bzw. so zeigen zu können, wie ich es letztendlich gesehen habe. Oder wie ich meine, es gesehen zu haben. Hierzu könnt ihr auch gerne eure Meinung kundgeben. Schreibt immer Kommentare. Freut mich. Und als nächstes, das habe ich schon ein bisschen von einer etwas längeren Zeit aufgenommen. Ich glaube eigentlich einen Tag, nachdem ich die Kamera hatte, habe ich nämlich den Autofokus oder beziehungsweise das Face-Tracking des Autofokus getestet. Und das spiele ich euch jetzt ab. Es gibt jetzt im Videobereich noch eine Einstellung, die nennt sich AFF. Ich denke, das ist die Face-Tracking-Autofokus-Funktion. Man hört jetzt auch schon deutlich mehr, wie der Motor von dem Objektiv am Arbeiten ist. Das liegt daran, weil die adaptierten Objektive ein bisschen, also durch diesen Adapter anders arbeiten.
Und dadurch sind die sehr laut. Das heißt also, im Filmbereich empfiehlt es sich halt schon, Objektive zu benutzen, die direkt an das neue Z-Mount passen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie geht die Kamera immer aus. Scheiße. Aber wir probieren das jetzt trotzdem aus. Ich komme ran. Weggehen. Verstecken. Rauskommen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also belassen wir es erstmal dabei. Wenn ihr Face Tracking braucht im Videobereich, benutzt AFF und ihr kriegt super Gesichtsverfolgung. Und jetzt finde ich heraus, warum die Kamera immer ausgeht. Zum Face Tracking ist noch kurz zu sagen, ich habe aktuell kein einziges Objektiv, was speziell für das Z-Mount passt. Heißt also, ich habe nur F-Mount-Objektive und benutze immer den Adapter für diese Objektive. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich das ganze Video über schon bemerkt habt, ist es zwischendurch immer mal so am Knacken. So ein Drrrt. Und das ist der Autofokus der Objektive. Der ist komischerweise bei den F-Mount-Objektiven sehr laut, wenn die an dem Adapter sind. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Und ich kann mir bald einen Z-Mount-Objektiv kaufen, damit ich einfach die Videos nicht mehr dieses komische Autofokus. Diesen komischen Autofokus-Sound in meinen Videos habe. Allerdings finde ich, funktioniert das Face-Tracking auch mit den F-Mount-Objektiven sehr gut und bin auf jeden Fall gespannt, wenn es dann mal zu einem Z-Objektiv kommt, wie gut das oder wie extrem der Unterschied dann dazu ist. In dem Sinne, das war es jetzt erstmal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues für eure Kamera mitnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked, teilt und kommentiert natürlich fleißig. Außerdem, wenn ihr am Überlegen seid, euch eine Z6 zu kaufen oder eine Z7, ist völlig egal, nutzt doch bitte meine Links, die in der Videobeschreibung stehen. Wenn ihr diese Links benutzt, dann könnt ihr euch die Kameras kaufen bei Amazon und ich bekomme einen Teil von Amazon ausbezahlt. Das für euch ändert sich dann nichts. Das ist der gleiche Preis, nur ihr helft mir dann ein bisschen, diesen kostenlosen Content weiterzuführen und mich so ein bisschen zu finanzieren dafür, dass ich für euch kostenlose Videos mache. Also, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Links benutzt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, gutes Licht, alles Gute und tschüss.